Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Heute haben wir den neuen 9.21 Patch und das bedeutet folgendes. Erstmal, euer Modpack funktioniert nicht mehr. Zweitens haben wir vier neue Panzer und eine neue Karte sowie ein neues Feature. So, die Karte wird schwierig zu zeigen, da bin ich selber noch nicht drauf gelaufen, aber wir haben erstmal neue Fahrzeuge und die können wir uns mal kurz angucken, zumindest mal drüber gehen, und zwar vom französischen AMX M445 Stufe 7 Panzer geht jetzt eine neue Linie ab, und zwar haben wir hier den AMX 65T und den gucken wir uns jetzt mal an. Bitte nicht lachen, die sehen ein bisschen seltsam aus. Alles Heavy Tanks und im wahrsten Sinne des Wortes Heavy. Die sind tatsächlich frontal sehr gut gepanzert, haben oben allen Häubchen, wo man durchschießen kann, Seitenpanzerung nicht vorhanden. Ja, das heißt, wir können mit den Dingern auch nicht sidescrappen, weil die von Haus aus angewinkelt sind. Die haben alle sehr gute Kanonen. Allein der hier kommt mit 212 Pen in der Stock-Variante daher. Also, das sagt schon alles. Sehr, sehr gute Fahrzeuge. Das geht weiter mit dem M451. Auch den können wir uns mal angucken. Der sieht ein bisschen aus wie ein Unfall, als ob der irgendwo hängen geblieben wäre. Das ist echt übel. Aber das ist nur der erste Turm. Der zweite sieht besser aus. Hoffe ich zumindest. Und dann haben wir den 10er. Und der 10er ist schon ziemlich geil. Also, wow. Das ist ungefähr, als der T110E5 eingeführt wurde, ungefähr so ein Ding ist das. Ne? Wir haben keinerlei Seitenpanzerung, wir haben keinerlei Heckpanzerung, oben auch nicht. Aber frontal, der Holler die Waldfee. Ja, von hier bis nach unten haben wir ungefähr 330 mm Panzerung im Durchschnitt. Das ist viel. Wir haben unten die untere Wanne, die ist ein bisschen weniger, aber auch nur ein bisschen. Und wir haben oben Weak Spots, das Türmchen hier und das Türmchen hier. Ansonsten haben wir keinerlei Seitenpanzerung. Sidescraping ist nicht möglich. Ja, und wenn, dann nur sehr eingeschränkt durch diese Platte hier, da kommen wir mit 220 mm dann durch, solltet ihr Setscrapen und diese Platte zeigen, die kommt automatisch vor. Also ein reiner Frontalkämpfer, wirklich richtig, richtig böse, so wie die Amerikaner damals oder wie der französische Heavy Premium auf Stufe 8. Ja, geiles Teil, hat eine 10er Kanone mit 264 Durchschlag ohne Gold, mit Gold 315 bei 400 Schaden. Kann sich sehen lassen. 0,33 Streuung ist auch gut. Zielerfassung 1,8. Eine hervorragende Kanone. Kann man nicht anders sagen. Die Dinger werden übel. Dann gibt es allerdings noch einen anderen Panzer. Und wo wir gerade bei übel sind. Der Badger. So, der gute Badger ist neu. Das ist jetzt der Ausgleich nach der Tortoise für den FV-183. Nie wieder Kinderwerfer. Naja, der ist weg. Den gibt es zwar immer noch, aber nur noch als 10er Super Premium, macht kein Geld, keine Crew XP, aber ist halt einfach als Premium da. Und ja, was soll man sagen, das Ding ist echt übel. So. Können wir den mal auswählen hier. Interessant ist auch die Namensgebung von dem, ja, der hier. Auch der hat Panzerung ohne Ende. Ja, der hat frontal 0 Weak Spots. Auch die untere Wanne ist nicht wirklich ein Weak Spot. Natürlich, mit Hardcore-Pen kommt man durch, ne? Aber man braucht schon ordentlich. Überall anders kommt man nirgendwo durch. Keine Chance. Seitenpanzerung nicht vorhanden. Heckpanzerung nicht vorhanden. Oben nicht vorhanden. Das heißt, der ist Arti-Opfer. Hat aber eine richtig tolle Kanone. Und zwar hier eine 123mm Kanone mit 272 Durchschlag, was schon ziemlich viel ist. 480 mittleren Schaden mit einer 0,3 Streuung, also extrem präzise, und einer 1,7 Zielerfassung. Das Ding ist wirklich bösartig. So, und interessant ist die Namensgebung. Badger heißt so viel wie Dachs, heißt aber auch so viel wie auf die Nerven gehen. Und das passt. Wir werden uns den hier auch gleich mal angucken. Ich wünsche euch viel Spaß und dann gucken wir uns das Feature an. So, da sind wir auch schon mit unserer Nubia. Huhu. Guten Tag. Huhu. So, der gute Badger. Ja, sieht schon geil aus, die Karre. Ist auch relativ wendig für seine Größe. Ja, der ist jetzt nicht der schnellste. Aber der ist wendig. Das ist okay. Und wir haben jetzt hier eine sehr, sehr nahkampforientierte Karte. Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Wir dürften den meisten wirklich ziemlich gefährlich sein, außer vielleicht dem E3. Was mich interessiert, falls ihr da draußen ein Gefecht mit nur Badgers habt, ja, auf beiden Seiten, macht einen Screenshot, schickt es mir zu auf Discord oder auf Facebook. Ich zeige euch hier mal was. Das hier ist vom guten André. Vielen Dank für den Screenshot. Vielleicht könnt ihr den ja toppen. So, okay, Badger.
Wie gesagt, untere Wanne ist der einzige Schwachpunkt, den wir haben. Sollten die unter uns stehen und wir Hull Down stehen, haben wir null Schwachpunkte. Absolut null. Kommt keiner durch. Keine Chance. Einzig ist, wenn wir flankiert werden, Seite und so, müssen wir aufpassen. Und Arti. Oh, Skorpion. Magst du mit drauf schießen? Ja. Oh, das war schon fast traurig. Aber nur fast. Eigentlich war es nicht. Die arme Sau. Hattest du HE drin? Nee. Wow, die arme Sau. Ja, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Ihr seht schon, ich habe noch keine gute Crew auf dem Teil. Mit einer guten Crew wird der richtig, richtig übel. Aber die habe ich leider noch nicht. Müssen wir dran arbeiten. Aber bisher finde ich den ganz lustig. Bin ja nicht so der TD-Fahrer, ne? Aber, oh, guckt euch das an, wie präzise der ist. Der schießt genau auf den Punkt. Das ist der Wahnsinn. Macht unheimlich viel Spaß, damit Schellen auszuteilen. Wow, ich kann nicht schießen. Ja, der EN-100 rutscht immer ein Stückchen weiter vor. Ja, ich versuche den hier weiter zu tracken. 2, 1. Kannst vor. Ist getrackt. Ja, aber der E50 schießt. Oh, was? Hochgeflogen. Der E100, der geht mir so auf den Keks. Der lässt sich hier nicht richtig einzählen, weil der dann davor rutscht. So, da wurden wir mal frontal getroffen. Wo kam er durch? Eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ach doch, untere Wanne. Habe ich zu viel gezeigt. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt hier, dass der unter uns ist, ne? Es ist relativ schwierig, hier sich perfekt zu verstecken auf dieser Karte. Und es ist auch nicht hilfreich, dass der EN-100 da ein bisschen komisch ist. Und abgeprallt. Aber wir können gleich nochmal. Ein bisschen zu früh geschossen. Jetzt hat er keine Lust mehr. Boah. Ja, der R900, ne, wird mit jedem Patch irgendwie immer schwächer, weil immer wieder Hardcore-Kanonen reinkommen. Wie zum Beispiel jetzt hier die Badger-Kanone. Ich meine mal, ne, eine große Kanone war vorher schon drin, 183er. Aber man merkt's halt, ha, wie die halt abprallen ohne Ende, weil sie unten meine Wanne nicht treffen. Oh, was? E3. E3 ist jetzt nicht so schön. Boah, kamst du um durch die Luke? Ja, fast. Au, der E4. Ich hab mal eh geladen. Jetzt komme ich aber auch nicht mehr durch. Ja, und da kam jemand gerade durch. Wo kam der durch? Wieder unten, das gibt's nicht. Die sehen alle meine untere Wanne. Das gefällt mir nicht. Liegt einfach an der Karte. Wir können uns hier nirgendwo verstecken. Wenn der da oben steht, kann ich nichts machen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 4600 Schaden. Ich glaube, das sagt alles, oder? Über den Badger. 2190 abgewehrt durch Panzerung. Ich fahre jetzt mal woanders lang. Mhm. Weil da oben ist mir nichts mehr mit dem E4. Der jedes Mal fährt er vor und schießt nur auf mich. Der E4 ist tot. Ah, sehr gut. Aber naja, Badger, ne? Fieses Ding, ey. Also, normalerweise bin ich ja nicht so der TD-Fahrer, aber bei dem hier könnte ich es mir echt überlegen, öfters mal TDs zu fahren. Das Teil ist echt nicht schlecht. Oh. Sagt er, wurde von der 1390 rausgenommen. Wow. Ist mir egal. War trotzdem lustig. Ja, Seitenpanzerung halt gleich null, ne? Wollte ich euch nur zeigen. Ist klar. Wow. Ja, wir haben 2 E4 Schüsse unten in die Wanne gekriegt. War nicht sonderlich schön. Wir haben einen 1390 Schuss in die rechte Seite gekriegt. Keinerlei Panzerung, ne? Ist wirklich gefährlich. Wenn der erstmal surrounded ist, ist vorbei. Da kann jeder Light, jeder Tier 3er oder Tier 4er kommt da durch. Das ist überhaupt kein Problem. Aber auf dem Weg dahin muss der erstmal an unserer Front vorbei. Wenn wir Hull Down stehen, auf dieser Karte war es jetzt hier halbwegs unmöglich, Hull Down zu stehen. Gegen alle Panzer. Auf anderen Karten ist das ein ganz anderes Sümmchen.
Solange die Artillerie einen in Ruhe lässt, ist das Ding tatsächlich bösartig. Und das kann man nicht anders sagen, dass die Namensvergabe tatsächlich echt sinnvoll war, ne? Weil der geht einem irgendwann gehörig auf den Zeiger. Aber richtig. So, da waren es nur noch zwei. Go Nubia, Go Nubia, Go Nubia. Ja, wo ist der Jagdtiger? Nee, die A, die fehlt noch. Ja, GW Tiger P, meine ich. Wo ist er? Er steht wahrscheinlich hier hinten. Und gibt dir jetzt voll eine mit. Ach nee, ab hier hat er ja nicht mehr. Guck, guck. Yeah! So. Also, ich glaube, das war eine relativ erfolgreiche Runde für uns beide. Und ich bin ihn jetzt noch nicht aufgefahren. Das war jetzt meine zweite Runde. Ja, meine absolut zweite Runde. Wir haben ohne Gold geschossen, kamen so ziemlich überall durch, wo wir hingeschossen haben. Wir haben zweimal daneben geschossen. Das passiert. Das war Third Class und Großkaliber. 4604 Schaden. Ich glaube, das sagt alles. 2190 abgewehrt durch Panzerung. Nupsi hat 1190 und 3400 Schaden. Also kann man nicht meckern. Das Ding ist echt gemein und bösartig. Aber gut, ich wollte euch jetzt nochmal ein Feature zeigen. Und zwar kann man jetzt seine Panzer ordentlich bemalen. Aber das ist noch rudimentär. Das Ganze gilt für alle 8er Premiums und für alle 10er. So, wir suchen uns jetzt einen 8er Premium, der bei mir noch nicht bemalt ist. Dup, 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 du. Du bist jetzt hier unser Kunstobjekt, unsere Leinwand. Und zwar können wir jetzt alles neu bemalen. Zuallererst mal, wir können eine normale Tarnung draufpacken, und zwar für Credits. Wir können... Wie funktioniert denn das? Das bin ich selber noch nicht so sicher. Wie hast du das vorhin gemacht? Fertige Stile war das, ne? Ja, genau. Genau. Und wie lange gilt das? Für 100 Gefechte. Alles klar. Das heißt, wir können den jetzt hier theoretisch direkt anmalen. Dann hat der hier ein komplettes Set. Ne? Mit Winter und allem drum und dran für 75.000 für 100 Gefechte. Nicht für 30 Tage, sondern für 100 Gefechte, was ich ziemlich cool finde. So, wir können dem aber auch gleich einen direkten goldenen Skin geben. Die Schwarze Witwe ist übrigens das einzige, was es derzeit gibt. Und da habt ihr dann alles drauf, inklusive dieses Spinnentier, ja, für Winter und so weiter. Das gilt übrigens für alle. Das gilt auch für die Deutschen und Co. Ja, die kriegen dann auch Schwarze Witwe. So, das waren so die einfachsten. Wobei ich das hier echt sexy finde. Also, da hat sich Wargaming echt Mühe gegeben. Die neuen Tarnungen gefallen mir richtig gut. Wir können aber auch unseren eigenen Stil kreieren. Und jetzt wird es wichtig. Und zwar gibt es transparente Tarnungen und deckende Tarnungen. So, nehmen wir erstmal eine normale deckende Tarnung, ne? Die hier zum Beispiel. So, da können wir jetzt die Kanone anmalen und wir können den Turm anmalen, wir können die Kanonenblende bei manchen Panzern anmalen und die Wanne. Ja, dann können wir die halt einzeln tarnen. So, wenn wir das jetzt gestreift machen wollen, machen wir das mal so. Wir können es auch mixen. Dann kostet mich das 150. So, wir können das jetzt auch mixen. Wir können jetzt zum Beispiel die Kanone anders machen. Ja, das geht. Wir können auch die Wanne noch anders machen. Wir können, ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, dann haben wir einen Clownpanzer. Ja, Wappen und Schriftzüge sind immer noch die gleichen. Und da gibt es noch Effekte. Dazu kommen wir gleich. Kommen wir mal zu den transparenten Tarnungen. Wenn wir... Moment, weil ich keine Ahnung habe, wie die wieder weggehen. Ist ja auch wurscht, fangen wir nochmal vorne an. Wir können jetzt anstatt Tarnungen auf Lacke gehen. Ja, Lacke funktionieren genauso wie Tarnungen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, wir könnten das Ding braun anmalen. Ja, dann sieht er so aus. Auch das geht, was ich ziemlich cool finde. Auch das ist jetzt schon getarnt. So, dann haben wir hier eine graue Tarnung. Das funktioniert lustigerweise nicht bei Panzern, die bereits bemalt sind. Das soll später funktionieren, aber derzeit noch nicht. Also, ne, Patriots da draußen und so weiter, ihr habt leider das Nachsehen. Und ja, wir können das Ding auch blau machen. So. Was haben wir hier noch? Grundfarben und Grundierungen. Wir können das Ding auch rot machen. Wupp, 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 wupp. Wir können es auch bunt anmalen. Machen wir jetzt mal einen richtig knallbunten Panzer. Komm. So. Damit haben wir einen knallbunten Panzer. Das kann man ausblenden, zeige ich euch noch wie. Und wir können jetzt eine Tarnung drauflegen. Und zwar kommen wir jetzt zu den transparenten Tarnungen. Nicht jede Nation hat überall transparente Tarnungen. Ja? Hier zum Beispiel Wüste fehlt die transparente Tarnung. Winter gibt es hier nur diese eine. So. Und die können wir jetzt hier drauflegen.
Und wenn wir jetzt hier blau sind, dann sieht das so aus. Wir können natürlich auch hier wieder rot nehmen. Oder pink. Na, dann sieht das so aus. Und wenn wir, das kostet jetzt aber ordentlich Kohle, ne? Wenn wir jetzt noch die Tarnung drauflegen, dann sieht das so aus. Ja. So könnt ihr jetzt euren eigenen Panzer bemalen, kostet aber insgesamt mehr, als wenn ihr einfach nur eine Tarnung drüber bügelt. Ja. Ja, wir können natürlich, wie gesagt, unseren Panzer knallbunt machen. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann könnt ihr hier in den Einstellungen runterscrollen. Das ist automatisch aktiv. Ihr könnt es aber rausnehmen. Nicht historische Elemente ausblenden. Nicht historische Elemente ausblenden ist diese Einstellung aktiviert, werden nur historische Anpassungselemente an den Fahrzeugen des Spielers dargestellt. Wird diese Einstellung im Gefecht geändert, ist sie erst nach Verlassen des Gefechtes aktiv. Und besitzt ein Fahrzeug wenigstens ein nicht historisches Element, werden ihm keine Anpassungselemente an diesem Fahrzeug dargestellt. Das heißt, sollte da draußen irgendjemand eine rote Kanone durch die Gegend fahren und ihr habt den Haken drin, seht ihr den ungetarnt. So, das heißt, ihr habt niemals Clownpanzer bei euch im Gefecht, wenn ihr das nicht wollt. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz witzig und wir werden ihn jetzt mal zusammen bemalen und dann gucken wir uns mal an, wie das Ding im Gefecht aussieht. Gut, dann müsste ich jetzt ein Light fahren, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Nee, komm, wir machen den lila. Ja, lila ist irgendwie cool. Mit gelben Rädern. So. komm, machen wir noch eine rote Kanone, damit wir auch ja Clown sind. So, jetzt sind wir Clown. Sieht doch gut aus. Oh, die Kanonenblende muss noch. Die Kanonenblende muss noch. Ah, die machen wir. Nee, die haben. Gelb haben wir schon. Machen wir grün. So, bunter geht's nicht. Alter Schwede, ist das hässlich. Kriegt er dann einen Stier oben drauf. So. Okay. Und auf der anderen Seite kriegen wir hier auch noch einen Stier drauf. So. Später soll es möglich sein, auch noch 3D-Elemente an den Panzer anzubringen. Aber noch ist das nicht möglich. So. Können jetzt noch Schriftzüge, aber darauf verzichte ich. Wir können jetzt noch Effekte drauf packen und die sind richtig teuer. Wir können hier für 300 können wir jetzt das abgenutzt machen. Ihr seht es, ne, dann wird das richtig abgenutzt und ranzig, aber für 300 Gold, das ist mir zu viel. So. Kriegt man das irgendwie wieder rückgängig? Das wäre irgendwie cool. Anscheinend nicht. Schön. Freuen wir uns aber. Oh, das gilt jetzt nur für Sommer. 400 Gold nur für Sommer, weil wir den Bund gemacht haben. Wow. Das ist echt teuer. Also, ne? Hier gibt es eine Möglichkeit, Gold loszuwerden ohne Ende. Was ich irgendwie, naja, nicht so schön finde. Hätte man auch insgesamt billiger machen können. So. Aber wir wollten ja nur unseren Panzer hier grundieren. Und deswegen wird der hier. Auch im Winter wird der lila. So. Und im Sommer. So. Die Kanone wird. Was hatten wir da? Grün. So, grün. Grün. Und die Kanonenblende, die machen wir jetzt gelb. So, machen wir es halt andersrum. Okay. Und die Laufrollen müssen wir natürlich auch noch. Die werden blau. Hoppala. So. Bunter geht's nicht. Und jetzt haben wir ein knallbuntes Fahrzeug. Ja, jetzt haben wir drei Tarnungen für 300. Das ist okay für einen Achter. Und ich bin gespannt, wie das im Gefecht aussieht. Viel Spaß. Schade, ich habe Nupsis Reaktion nicht aufgenommen. Kannst du das wiederholen? Oh Gott! Ich bin bunt wie ein Kanarienvogel. Ja. Tarnung von Wargaming. Ey, schieb das nicht auf Wargaming. Das da ist auf deinem Mist gewachsen. Ja, Hauptsache wir sind bunt. Theoretisch ist das jetzt möglich. Ja. Eigentlich ist es nur eine Grundierung. Normalerweise müsste da noch eine transparente Tarnung drüber. Ja, dann sieht das nicht ganz so furchtbar aus. Ich Doch. fahre nach unten. Normalerweise nicht. Ich fand es jetzt einfach mal lustig. Ja, selber würde mir der Clownpanzer ja wahrscheinlich auch irgendwann auf den Zeiger gehen. Aber ich finde es einfach nur lustig, jetzt euch das mal so zu zeigen. Und es funktioniert. Was soll man sagen? Ja.
abgeprallt. Das kann doch nicht sein. Na, ah, wie sie da schon warten und geiern auf mich. Ja, wir werden hier wahrscheinlich sterben, aber naja. Wer zählt schon? Die Runden, ist da wurscht. Okay, das da vorne lief jetzt nicht so gut. Komm mal zu dir. Echt? Hier unten ist überhaupt nichts los. Ja, aber da hinten war mir zu viel los. Ich habe kein HP mehr. Vielleicht fahre ich auch auf die Medium-Position hoch. Irgendwie finde ich es traurig, dass dieser bunte Panzer hier wirklich als getan zählt. Bin mir nicht sicher, ob Programming sich damit einen Gefallen getan hat. Einige britische Tarnungen sehen auch nicht unbedingt getarnt aus, aber gelten. Das ist wahr. Es gab in den 40er, 50er Jahren tatsächlich auch Versuche mit einer rosanen, knallrosanen Tarnung für die Wüste der Briten. War nicht sonderlich erfolgreich. Aber tatsächlich, die gab es. Müsst ihr mal googeln. Das ist großartig. Briten. So. Ich würde gerne den Ruhe hier rausnehmen, aber der hat, glaube ich, Support von hinten. Oh, von wo schießt du? Aus der Mitte. Achso, da. Oh, dann gehen wir den jetzt an. Vielleicht gehen wir dabei drauf, aber es macht mir nichts. Das ist Hauptsache. Der doofe Ruhe verschwindet jetzt. Guck, guck. Au, der T10 war jetzt einer zu viel. Au, Arti. Wow. Ja. Ah, obwohl. Ah, er schießt nicht HE. Ich habe nochmal Glück gehabt. Das große Problem. Ja, aber wenn du mal reinfährst, der schießt gleich wieder. Ja. Ja. Das große Problem war der T10 von hinten. Aber ist egal. Ich wollte euch bloß mal. Ne, ich wollte jetzt hier schon so schleunigst wie möglich raus. Der E100 sieht cool aus. Geh mal von so einer E100. Ja, das zeige ich euch jetzt. Wie kriegt man diese Tarnung? Das zeige ich euch. Wir gehen hier mal raus. Denn es gibt jetzt für alle Nationen neue Tarnungen. Und zwar. Na, komm raus. So. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Panzerkampfrang 7 hier nehmen. Ne? Das hier ist jetzt die Tarnung. Die gibt es für die Mission. Und wenn wir jetzt hier auf Tarnungen gehen, dann gibt es hier neue Stile. So, links haben wir deckend. Geschenktarnung. Die habt ihr alle. Ja? Das sind historische Tarnungen. Die könnt ihr hier einfach anbringen. Und dann sehen die so aus. So. Ja? Dup, dup. Dip, dip, dip. Großartig, oder? Sieht super aus. Wir können allerdings auch fertige Stile aufbringen. Dann haben wir hier wieder die schwarze Witwe, die auch ziemlich cool aussieht. Wir können aber auch, Moment, ich muss kurz gucken, wo die ist. Welche waren das? War das die? Nee, ich glaube, das war die hier. Wenn wir hier nämlich draufklicken, ja genau. Diese Geschenktarnung kann man jetzt auch noch in verschiedenen Farben hier umbauen. Ja. Das geht nur bei der Geschenktarnung, das geht bei keiner anderen Tarnung. Diese eine Tarnung hier hat jede Nation. Und die gibt es in verschiedenen Stilen. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde, weil die einfach sexy ist. Die können wir auch größer machen. Ne? Kleiner und größer, die Flecken. Das sieht auf einer Maus wahrscheinlich noch beeindruckender aus. Wir gehen aber mal kurz auf einen Amerikaner oder einen Russen oder irgend sowas. So. Wo haben wir denn hier KV-5? Komm her. Ne? Der ist schön groß, da kann man das schön sehen. So, wir haben hier wieder Tarnung. Eine Geschenktarnung. Die wird später auch was kosten, wenn ihr die schon einmal benutzt habt und woanders draufschmiert, dann kostet die was. So, und wenn wir jetzt die hier überall aufgebracht haben, dann können wir hier wieder anklicken. Und dann können wir die auch dunkel machen oder mit leichten weißen Elementen. Und das ist ziemlich cool. Also, da hat sich Wargaming hier mit dieser Tarnung wirklich schön viel ins Zeug gelegt. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe, das bauen die auch aus für alle anderen Tarnungen, weil im Moment, ne, sind die Tarnungen hier. Oh. Es ist irgendwas passiert. Ich glaube, da bin ich super rausgeflogen, weil das Gefecht oder so vorbei war, keine Ahnung. Bei den normalen Tarnungen hier geht das leider, leider nicht. Ne? Man kann zwar groß und klein machen, das geht bei allen Tarnungen, aber man kann jetzt nicht die verschiedenen Farben auswählen. Das funktioniert tatsächlich nur bei der ersten Tarnung aller Nationen.
Ja. Könnten wir ja mal Screenshots aufs Discord packen oder per Facebook schicken von euren, ich sag mal, Kanarienvögeln da draußen. Und das war's dann auch erstmal mit dem guten Patch. Sollten wir den Franzosen demnächst kaufen, ich brauche noch ein bisschen Kohle, habe ich jetzt ein bisschen viel ausgegeben, macht aber nichts. Sollten wir den demnächst haben, werden wir dann natürlich auch Videos zu machen. Und falls wir mal die große Karte haben, mal gucken, ob wir da irgendwie ja, hübsche Verwendungen für lustige Spiele im Stream zusammenfinden können. Macht's gut, bis bald, Almu. Tschüss. Hüter der Herde, Dezember 2017 sind diesmal Pat 96, Laertes, Sharkton, Kaloy 128, Sanforgiven 1977, Pizza Wagner und Nikichi 87. Natürlich nicht zu vergessen, der Betreuer der Herde Erl. Und nochmal Special Thanks an Pat 996 und den lieben Rüdiger. Ohne euch würde das alles hier nicht so wirklich funktionieren. Deshalb vielen lieben Dank an alle Supporter da draußen und denkt daran, kommt aus Discord, lasst euch den Supporter rangeben, erhaltet exklusive Infos und ihr könnt teilweise sogar den Content mitbestimmen. Das Ganze natürlich wie immer über tibi.com. Dankeschön!